Da haben wir extra einen professionellen Caller engagiert. Every night in my dreams. Ja, ich glaube, wir müssen ihn da nachher den Ton streichen, wenn das so weitergeht. Jamal Tuli weiß, glaube ich, nicht, dass das Mikrofon läuft. Ich glaube auch nicht. Gibt noch eine Gesangseinlage zum Besten. Wir freuen uns, es wird gebullt. Ganz genau. Wir schauen gleich auf das Bullseye drauf. Wir spielen es hier nach PDC-Regeln, also Inside Bull, und wenn es Outside ist, wird nochmal geworfen, so wie in diesem Fall. Genau, das passiert. Pat Schäfer jetzt mit der 25. Und es kann natürlich auch auf PDC-Level mal vorkommen, dass man 20 Minuten lang bullt, wie das Mark und sein Kollege bei der Q-School gemacht haben. Richtig, also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und so schön sagt, jetzt wieder Pat Schäfer, muss ebenfalls das grüne Feld treffen. Tut das aber bei weitem nicht. Somit jetzt Lukas Dahlmann mit dem Anwurf in dieses Spiel. Und damit mit dem kleinen Vorteil für Lukas geht es natürlich darum, dass er sich ein gutes Gefühl holt. Für die K.O.-Phase hat heute schon gut aufgespielt. Vielleicht kannst du im Hintergrund mal die Spiele von Lukas und Patrick am heutigen Tage aufrufen, dass wir da ein bisschen über die Averages, Spielverläufe etc. informieren können, weil die haben es heute beide eigentlich gut gemacht, obwohl Pat noch davon gesprochen hat, dass er nicht so ein gutes Gefühl habe, hat man ihm aber bei den ersten Spielen nicht angemerkt. Also währenddessen das Spiel hier in die Startphase geht, schauen wir auf die bisherigen Spiele am heutigen Tag. Lukas Dahlmann ist mit einem lockeren 6:1 gegen Connor gestartet, hat da einen 65er Average spielen können. Und das zweite Spiel auch mit 6:1 gewonnen gegen Shkodi Mammutti, da sogar knapp 68 gespielt, also Lukas mit zwei guten Performances. Aber auch Pat Schäfer, der hat zwar gegen Jochen Gaudenz klar verloren, sein anderes Spiel gegen Conor Stieger hat er unentschieden gespielt, nach 5:1 Führung noch 5:5. Da hat er sich sehr genervt. Somit vielleicht seinen Playoff-Platz dann auch vergeben. Gut sein. Also, ja, da kommen die beiden mit ein wenig gemischten Gefühlen ans Board, respektive mit unterschiedlichen Gefühlen. So ist das. Aber eben, das Schöne ist, jedes Spiel beginnt wieder aufs Neue. Beide hier mit einem etwas verhaltenen Start in dieses Leg. Lukas Dahlmann, der dieses Leg eröffnet hat, bei 45 Punkten im Average, Pat Schäfer mit 49 Punkten leicht voraus, aber das kann sich über diese höchstens 10 Legs immer noch alles sehr viel verändern. Pat natürlich wahrscheinlich etwas nervös, würde ich mal vermuten, denn es ist ja nicht so, dass Lukas irgendwo im hinteren Tabellendrittel oder in der hinteren Tabellenhälfte steht, sondern man weiß, dass der gut spielen kann, und ja, dann geht man auch mit einer anderen Erwartungshaltung ins Spiel rein als Pets. Da weiß man, es ist eine Topleistung gefordert. Ja, definitiv. Also der Druck auf jeden Fall auf Pet in dieser Partie. Ja, ich bin gespannt, was er zeigen kann. Er kann ja auch gute Darts spielen. Bisher gelingt ihm jetzt noch nicht so viel, muss man sagen, zu Beginn dieser Partie. Wäre es denn auch aus preisgeldtechnischer Sicht lukrativ, statt Platz 5 Platz 4 zu erreichen? Wie sieht das aus? Definitiv, also sobald man in die Playoff reinkommt, da ja, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, ja, sich da Mühe zu geben für Pat. Dann kann er ja auch noch um den Sieg theoretisch mitspielen der Premier League, und da gibt es dann doch schon relativ große Sprünge. Der Sieger erhält ja dann 500 Schweizer Franken der ganzen Premier League, also das ist dann doch schon ein guter Batzen, kann man sagen. Zweitplatzierter 300 Franken, und sobald man ins Halbfinale kommt, sind es 200 Franken. Genau, also das heißt 125 Franken Unterschied, weil Platz 5 ja 75 Franken dotiert ist. Richtig. Von dem her ein schönes Nachtessen mit der Gattin, Pat Schäfer, der sich Achtung, hier... Tops Rest. Absolut. Oh, oh, der ist drin! Wow! Wow. Was so ein sehr schön gemacht hier. Hey, da kann auch Lukas nur anerkennen, nicken, und wow, also 136 über Doppel-Doppel rauszunehmen, klasse. Also da darf man wirklich den Hut
ziehen vor diesem Finish. Oh, was für ein Start. Wir haben noch gesagt, Verhalten reingestartet mit einem 40er Average, nichts Besonderes. Und dann ja, ganz klassisch 136er Finish, eines der höchsten Finishes in dieser Premier League überhaupt bisher. Genau. Ich weiß nicht, ob es schon ein höheres gegeben hat. Jochen hat heute gegen Roman 137 gefinisht. 137. Auch über Doppel-Doppel. Er hat Triple 19 gespielt und dann Tops-Tops. Ja, auch ganz auch stark, ja. Aber von Jochen erwartet man das vielleicht auch eher als von Pat. Nicht, dass Pat irgendwie ein schlechter Spieler ist, aber Jochen natürlich mit mehr Qualität, das darf man auch so sagen, ohne irgendjemanden zu beleidigen. Also das ist Fakt. Ganz klar, definitiv. Aber das ist jetzt der Start, den sich Pat auf jeden Fall vorgestellt hat. Macht ja auch gleich so weiter in diesem Leg. Mit 91 Punkten jetzt nach zwei Aufnahmen im Schnitt, also sehr, sehr stark. Beide gut in dieses Leg reingekommen. Wie gesagt, Lukas vielleicht nicht mit der letzten Spannung unterwegs. Und Pat hat natürlich auch noch neue Unterstützung bekommen für den heutigen Tag. Ist letzte Woche Vater geworden, hat er uns erzählt. Ach so, ja, stimmt, genau. Stimmt. Von einem kleinen Jungen, der Janni, der auf die Welt gekommen ist. Von dem her, vielleicht pusht das einem irgendwie doch noch ein bisschen mehr. Vielleicht interpretiert man zu viel rein, aber ich denke, irgendwo im Hinterkopf ist das sicher da. Ja, auf jeden Fall. Möchte natürlich die Familie zu Hause stolz machen. Da bin ich überzeugt. Also 38. Ja, und Windeln sind teuer. Von dem her 125 Franken. Würde er mitnehmen. Absolut. Ja, da hat er mir vorhin im persönlichen Gespräch in der Einwärmhalle, hat er mir schon gesagt, Lukas hat da einen halben Anfall bekommen, als er das Preisgeld gesehen hat. Also, aufgrund der Höhe des Preisgeldes hat sich sehr, sehr gefreut, was er da schon auf sich hat. Also wo arbeitet Lukas? Ja. Bei der Post? Ja, ganz genau. In Deutschland, bei der Post. Ja. Gut, ja, ich weiß nicht, wie die Zahlen, aber ganz ehrlich, gut, ich als Zweitletzter habe jetzt 25 Franken mitgenommen, aber ganz ehrlich, haben oder nicht haben, definitiv. Auch 25 Franken sind zwei Döner, zwei Richtig. Gute Döner oder Richtig. Drei schlechte Döner, von dem her. Pat macht direkt so weiter, wie er vorhin aufgehört hat, wollte jetzt auch noch die 168 mitnehmen, was aber gar nicht möglich ist, so wie ich weiß, oder? Nein, Lukas steht aber bei 168, Pat hatte 195, stimmt, das stellt war sich jetzt nicht möglich. 55, also mit 140 super den Übergang 60. gemacht in den Finish-Bereich und ist jetzt in seinem Leg auch als erster im Finish-Bereich und das tut jetzt ein bisschen weh. Ich weiß auch nicht, was er da spielen wollte, weil also 19 für Doppel... Was wäre die 19? Wäre Doppel 18 Doppel gewesen? Doppel 18, oder? Sorry. Ja. Okay, hat er vorhin natürlich getroffen. Ja, stimmt. Ja, ist schon ein wenig verständlich, aber was er hier jetzt gespielt hat... Ja, das tut weh. Trifft er die große fraglich. Zahl nicht, der tippt sich auch an Dreimal den Kopf. Dreimal sogar. Ja. Ja, das ist immer, oder beispielsweise auch, wenn man 9 Rest hat oder so und dann muss man zuerst die große 1 treffen. Ja, man sieht auch bei den Profis, die konzentrieren sich, werfen die 1 und dann machen sie nochmal 2 Schritte rückwärts und gehen dann aufs Doppel, weil sie genau eben diese 1 unbedingt treffen müssen. Ja. Pat jetzt wirklich am Zaudern, trifft wieder nicht die große Zahl. Tut sich schwer, jetzt ein Doppel gestellt, aber Lukas ist mittlerweile natürlich auch am Finish. Was spielt er schon wieder? Er hätte Doppel 14 gehabt. Ist ihm aber, glaube ich, bewusst. Ich glaube, der ging einfach deutlich zu tief. Okay. Also er hat sich auch nicht gefreut. Also ich glaube, da hat er für einmal richtig geworfen. Pat jetzt aber die Doppel 8, das wäre bei ihm richtig. Somit das 2:0 für ihn. Nähert sich an. Ja, aber dann zu weit ins Feld rein. Der Monkey Boy tut sich ebenfalls schwer im zweiten Leg. Und das Selbstvertrauen ist natürlich dann auch nicht mehr ganz so da. Wenn man 6 Pfeile in Folge quasi nicht das eigentliche Ziel trifft, er hätte bei 55 sich mit einem Dart stellen können, braucht dann 6, bevor er überhaupt mal aufs Doppel werfen kann. Deswegen umso beeindruckender, dass er jetzt die 8 rausnimmt, 2:0 in Führung geht. Und sich ein kleines Polster erarbeitet, indem er seinen Break bestätigt. Er hat den Fokus im richtigen Augenblick wieder gefunden, auch im letzten möglichen Augenblick, denke ich mal. Ich denke, Lukas hätte da auch nicht mehr lange gebraucht, bis er das Doppel gefunden hätte. Jetzt aber 2:0, 58er Average nach 2 Legs, also eine gute Partie bisher von Pat und zeigt seine Ambitionen auf die Top 4. Und wie Jochen sagt, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Lukas muss in diesem Fall halt gar nicht springen, oder? Weil sein Platz ist sowieso auf sicher.
er ist Dritter und ja, man kann es ihm vielleicht auch nicht verdenken. Klar, man will jedes Spiel gewinnen, aber irgendwo spielt das hundertprozentig mit, dass man nicht muss, sondern darf. Absolut, ja, da bin ich völlig bei dir. Ich denke, da ist er jetzt auch nicht mit der nötigen Konzentration dahinter. Und natürlich, Pat ist ja auch irgendwo durch wahrscheinlich auch ein guter Kollege von Lukas geworden. Das ist vielleicht auch im Hinterkopf, dass du dann nicht bei 100% bist in dieser Partie. Kann gut sein, kann wirklich gut sein. Aber wir wollen niemanden abschreiben. Vor allem eben Connor hat heute zwei tolle Comebacks hingelegt. Oder mindestens eines. Nein, zwei. Er war auch gegen Roman, glaube ich, hinten und hat dann noch gewonnen. 6-4. Ja, und stark. Eben gegen Pat noch das 5-5 geholt. Also alles möglich. Sauber jetzt aber von Pat. Ja. Ich glaube, die zweite oder dritte 140er Aufnahme in diesem Spiel. Also das lässt sich gut ansehen. 100. Lukas kontert mit 100 Punkten. Ja, bisher war das irgendwie immer so. Sobald Pat eine gute Aufnahme aufs Board bringt, kann Lukas antworten. Da wäre ich jetzt sofort drauf gegangen. Ja, mit 180 stellt er sich die Doppel 18. Ja. 140. Aber auch so eine sehr, sehr gute Aufnahme für Pat Schäfer. Nimmt tief jetzt hier 280 Punkte vom Board mit zwei Aufnahmen. Ja. Also, klasse gemacht. Da 94. Findet er irgendwie vor unseren Augen zur alten Stärke zurück. Ja, aber Lukas stellt sich perfekt auf Tops Rest. Achtung, darf man auch nicht. Kriegt er den Dart? Ja. Er kriegt ihn. 40. Am Draht dran. Knapper geht's nicht. Da bin ich auch immer so ein wenig irritiert, wenn das im Fernsehen als Fehler bezeichnet wird. Klar, ja, er ist nicht drin, aber auch diese beiden von Lukas. Wie kann man das als stark, Fehler bezeichnen? Stark. Also die hängen am Draht. Ja, hat er eigentlich alles richtig gemacht, das sind Millimeter und der dritte ist dann drin. Völlig korrekt. Also da entscheiden ja jeweils wirklich, wie du sagst, Millimeter, ob der jetzt drin ist oder am Draht außerhalb. Das ist praktisch unmöglich, das so zu machen. Und darum umso erstaunlicher, wie die Profis das immer wieder so extrem gut machen. Absolut. Also jeder, der es selbst mal versucht hat, ja, er ist völlig beeindruckt von den Profis, das muss man einfach ehrlich sagen. Aber auch dieses Spiel bisher, man muss es ehrlich sagen, ist ein super Niveau. Wie wir am Donnerstag in der Premier League gesehen haben, gibt es auch ab und zu Spieler, die mal einen 80er Average spielen. Hast du geschaut? Absolut, ja, ich schaue immer. Gibt es auch da mal. Ja, also, gibt es auch da. Ich muss sagen, ja, da sind einige Spieler nicht mal so weit entfernt. Absolut. Jochen hat gegen Roman Hensch einen First Nine Average von 97 Punkten gespielt. Okay, ja. Auch da, oder? Es ist immer die Konstanz. Ich meine, Lukas, der kann 80 wird schwierig, aber ich sag einen guten 70er Average mit einem guten Spiel. Nicht sehr gut, aber in einem guten Spiel kann er über 70 spielen. Aber die Konstanz ist halt die Frage, oder? Und jetzt hat er vielleicht ein nicht so gutes Spiel eingezogen, spielt aber immer noch 60, also auch das untere Level ist relativ gut ausbalanciert, weil bei den Profis, oder ein Gary Anderson, der kann 110, 115, an einem normalen Tag spielt er vielleicht 100, ja, am Donnerstag 80, oder? Also ist 20 unter seiner Normalleistung und hier sieht es dann halt doof aus, wenn man richtig 40 spielt, wenn man 60 spielen könnte, dann sieht es dumm aus, aber es ist ganz normal. Ja, das ist eigentlich auf dem, also man, es ist vergleichbar, sage ich jetzt mal, oder? Also das kann es einfach mal geben, dass man da 20 Punkte Unterschied spielt. Also Pat Schäfer hatte ja auch einige Spiele in dieser Premier League, die er mit einem 40er Average gespielt hat und jetzt zeigt er uns einen 63er Average. So ist es. Ja, und eben, manchmal hat man den Touch nicht so, es will nicht so recht. Bei den Profis merkt man es nicht so, weil sie natürlich die großen Felder trotzdem immer treffen. Auf diesem Level gehen sie dann in die 1, in die 5, in die 3. Es sieht bitter aus, aber es ist halt einfach so. Definitiv. Und absolut stark, was jetzt Lukas hier in den letzten 9 Pfeilen gezeigt hat. Ja. 100, 121, 119 für Doppel 8 Rest. Das wäre ein starkes Leg von Lukas. Das ist ein starkes Leg von Lukas. 2-2. Wow. Was für zwei Legs jetzt von Dahlmann. Ja, da wird es natürlich schwierig für Pat da mitzuhalten, wenn Lukas dann so auftritt. Das müssten 18 oder 17 Darts gewesen sein. Also Respekt. 41. Ja, eben. Das Lukas sicher von der Qualität her
kann er oben raus mehr spielen. Er kann höher spielen vom Average her als Pat. Definitiv. Vor allem über diese Distanz wahrscheinlich. Ja, das glaube ich auch. Pat natürlich im ersten Leg mit dem High Finish einen tollen Start erwischt, konnte dann gleich das 2-0 noch mitnehmen. Aber wenn es Lukas dann läuft, wie man jetzt auch hier sieht, dann ja, bin ich bei dir. Dann geht es schon in seine Richtung. Pat muss jetzt versuchen, wieder in dieses Spiel zurückzukommen und Lukas ja, so ein wenig von dieser Welle runterzunehmen. Sonst ist der Zug dann schnell abgefahren. Genau. Er muss unbedingt dranbleiben, weil Lukas ist da nicht anders als jeder Dartspieler oder die meisten Dartspieler. Klar, manche sind druckresistent, aber wenn der Gegner dran ist, dann ist immer mehr Druck auf dem Kessel, als wenn du 200 Punkte vorne liegst. Von dem her in diesem Leg beide relativ gleich auf. Es ist ja auch das Anwurf-Leg von Lukas, von dem her noch nichts passiert. Und das gilt es beizubehalten als Pat Schäfer, das heißt jetzt nicht irgendwie abreißen lassen. Ja, ganz genau, wenn möglich ein Triple mitnehmen, wollte ich schon sagen. Und da sind sogar zwei drin. Ganz genau so musst du es machen, wenn du gegen den Anwurf spielst, mal eine richtig gute Aufnahme aufs Board bringen und die Führung übernehmen. Gibt ja auch schöne Statistiken, gerade bei der PDC oder wie die Spieler reagieren, wenn sie 100 oder 140, 180 kassieren. Mhm. Bei uns finde ich das bei Stefan sehr, sehr eindrücklich, dass er meistens, wenn der Gegner eine gute Aufnahme ins Board hämmert, direkt nachlegen kann. Also da wirklich nicht beeindruckt ist, sondern mehr sich herausgefordert fühlt. Ja, da bin ich bei dir. Das ist wirklich sehr, sehr auffällig bei ihm. Passiert immer wieder. Jetzt Achtung, Pat mit dem Big Fish-Versuch. Aber vorbei. Ja, im Allgemeinen, wir haben ja da auch einige Statistiken bei uns. Lustigerweise liegt Lukas in jeder einzelnen vorne. Egal ob den Durchschnitts-Average in diesem Turnier ist jetzt bei Lukas zum Beispiel 64, also spielt ziemlich genau auf dem Niveau, was er im Durchschnitt spielt. Pat deutlich darüber, spielt so ein 56 im Average. Heute jetzt in dieser Partie bei 63. Also da ist er schon gut unterwegs. Beeindruckend, vor allem, wenn man auf die Checkout-Quote schaut, bei beiden 25% fast. Man sagt ja, alles über 30 ist gut, von dem her wirklich 25%, das darf sich also sehen lassen. Lukas verpasst hier das Bullseye nur ganz, ganz knapp. War richtig gerechnet, ja. Stimmt. 68. Ja. Aber jetzt und auch Pat auch 68. Eher mit einem Versuch auf Tops. Aber deutlich zu tief. Bleibt, glaube ich, noch am Flight hängen da. Ja. Bin nicht ganz sicher, aber da hat es ja vom Ton her so geklungen, als wäre da hängen geblieben. Ein wichtiges Leg in dieser Partie. Doppel-10 für Lukas. Und er macht die direkt aus. Also drin, genau. Bringt hier zwar nur sein Anwurf-Leg durch, aber die erste Führung und drei Legs in Folge für Lukas. Eine andere Statistik, die bei Lukas sehr eindrücklich ist, ist jene mit den 100er Aufnahmen, also das jede vierte stark, Aufnahme. Ja. Das heißt, in jedem Leg hat Lukas eigentlich 100 Punkte drin, mindestens einmal quasi oder teilweise sogar zweimal. Das ist wirklich eine beeindruckende Bilanz. Sehr, sehr beeindruckend. Auch im Allgemeinen die Statistik, wenn er mit den Dart das Leg beginnen darf. Knapp 72% gewinnt er, wenn er im Anwurf-Leg ist. Also das ist schon auch eine gute Statistik oder zeigt auch, dass es bei ihm durchaus einen Vorteil bringt, wenn er das Leg beginnen darf. Absolut, und das ist eigentlich eine schlechte Neuigkeit für Pat, der ja Lukas jetzt einmal breaken muss wieder, um dieses Spiel gewinnen zu können. Ein Unentschieden reicht nicht und das ist ein nervöser Pfeil, der geht unter Sport, hat aber trotzdem 77 Punkte geworfen, weil er diese Triple 19 eben vorher erwischt hat. Spielt seinen Einwurf-Leg auch von vorne mit einem guten Average, 74 Punkte nach drei Aufnahmen und auch hier das Triple dabei. Ja, Pat, durchaus eine gute Partie, welche er hier uns zeigt. Also da kann er sich nicht beschweren, wenn er
mit so einer Leistung dann rausfliegen sollte. Da hat er alles gegeben, auch jetzt schon. Spielt wirklich super. Lukas zögert da nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob er da sich kurz überlegt hat, auf die 19 runterzugehen oder vielleicht auf die 15. Das macht er noch sehr häufig. Wenn er da eine 5 steht. Ja, das mag er überhaupt nicht. Ja, ich weiß nicht, was er gegen die 5 hat, aber... Er hat es gerne, wenn es im Gleichgewicht ist. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Pat aber jetzt in 4 von 5 Aufnahmen mit einem Triple-Treffer und steht deswegen bei 112 Punkten nach 15 Darts. Also die Möglichkeit zum High-Finish, die er liegen lässt. Wie tief kann er sich runterspielen? 91 Punkte stehen da. Ja, das wäre die Triple 17 für die Doppel 20 gewesen. So stehen wir bei 82. Die hätte er sicherlich gerne mitgenommen. 200 Punkte aber noch bei Lukas auf der Anzeige. Da wird er noch nicht gefährlich werden. Aber Achtung, stellt sich auf das Shanghai-Finish. Gar nicht so ein unmögliches Finish. Ja, da spielt Pat die Jochen-Variante. Aber verpasst wieder das große Feld. Einen sicheren Dart auf Tops. Vermeintlich sicher. Ja. Muss jetzt wieder zuerst umdenken. Das ist immer bitter. Das sind auch die Pfeile, die einem als Spieler am meisten wehtun. Wenn man eigentlich viel richtig macht in dem Leg und dann sich da nicht stellen kann, das tut weh, weil dieser Pfeil hier auch nicht so, wie er ihn beabsichtigt hat. Da hätte er gerne 18 Punkte geworfen. Ich glaube auch, das war es sicherlich nicht. Aber Lukas verpasst die 120 ebenfalls. Wollte jetzt aber tatsächlich noch auf die 100er Aufnahme gehen. Okay, kann man natürlich machen. Kein Problem. Jetzt Pat überwirft sich mit der Triple 18. Schade. Es tut weh. Und Lukas jetzt geht auf die Doppel 19 tatsächlich. Mein Gott. Für die Doppel 10. Das sind wieder Legends. Wege, die Lukas geht. Man aber geil, wie er es trifft, wenn er es macht. Ja. Schade, hat sich funktioniert, aber geil, wie er es versucht. Ich finde es halt auch sehr, sehr unterhaltend. Also kann man gar nichts sagen. Er geht weit. Doppel 16. Aber wie ist, war das der Versuch? Schon auf die Versuch auf die Doppel 18, denke ich. Ich hatte aber Glück, dass er die Single 4 trifft. Jetzt die Doppel 5. Ah, stillt um auf die Doppel 4. Okay. Gut. Sehr gut. Wer checkt, hat recht. 4 zu 2. Genau. Und da ist jetzt natürlich viel Druck auf den Schultern von Pat Schäfer. Der weiß, ein Leg noch und Lukas gewinnt. Ich muss ihn, oder er gewinnt nicht, aber ich bin raus aus den Playoffs. Und das heißt, er muss Lukas jetzt breaken. Ja, bereits bei einem Unentschieden ist Pat ja draußen. Das heißt, wenn es 5-2 steht, kann er die Darts im Prinzip schon auf den Tisch legen. Da wird nichts mehr gehen für ihn. 96. Er hat sich eigentlich nichts vorzuwerfen, weil es war kein Leistungsabfall zu beobachten nach den ersten Legs. Er hatte am Anfang einen 64er Average, jetzt steht er bei 61, also das ist in Ordnung. Der Unterschied zum Beginn ist, dass Lukas besser in diese Partie gekommen ist und vor allem beim Check sehr, sehr wenig liegen gelassen hat. Ja, und Pat hat die Momente nicht mehr auf seiner Seite. Viele Fehler im Finish-Bereich dann, wo er sich überhaupt die Doppel stellen müsste. Da sehe ich schon das Problem in dieser Partie bei Pat, dass er da zu viele Pfeile auf die Singlefelder vergeben hat. Absolut. Denn der Average zeigt ja, sie sind sehr nahe beieinander. Er hätte viel mehr Chancen sich erarbeiten können. Es ist sehr schade. Unnötig. Drum. Unnötig, ja. Spielt dieses Leg nicht direkt von vorne, aber hat sich immerhin 60 Punkte im Anwurfleg von Lukas erarbeiten können, die er vorne liegt. Also wenn er das durchziehen kann, dann sollte es für ihn die ersten Pfeile auf Doppel gehen. Wir sind noch ein Stück weit entfernt. Hat das Triple. Switch. Hat trotzdem gut gemacht von Pat. Immerhin noch ein Triple mitgenommen. Das war wichtig für ihn. Und Lukas nimmt sich ja noch einmal ein bisschen mehr Zeit. Möchte wohl das Match nicht mehr verlängern, respektive das 5-2 klar machen und Pat somit nach Hause schicken. Pat sieht aber nach wie vor sehr fokussiert aus, hat das Spiel noch nicht abgeschrieben. Zu Recht auch. Zeigt hier jetzt wirklich ein gutes Lag. Sauber, stark. Bleibt oben. 135 Punkte. Das ist sehr, sehr gut gespielt. Nachher 81 Punkte Rest. Triple 19, Doppel 12 wird
der Weg sein, den er versuchen wird. Er muss danach nicht auf Pull gehen, also kann sich stellen. Lukas nicht im Finish-Bereich. So, die 81 Punkte, Achtung. Ah, Spiel Triple 15, Doppel 18. Genau, Doppel 18. Oh, verpasst ja knapp und jetzt undankbar auf 18 Punkte Rest. Mal schauen, was er damit dann anstellen wird. Wie viel Druck bringt Lukas? Ja, 100 Punkte sollten es wahrscheinlich schon sein, dass er da den maximalen Druck aufbauen kann. Aber auch ja, 120 Punkte Rest, wie vorhin, ist machbar. Und das Shanghai-Finish ein angenehmes Finish zu checken. Die Pfeile sind etwas weg. Aber den dritten Darker macht er rein. Pfeil. Wichtig, wichtig, dass 3 zu 4 aus Sicht von Pat schafft hier den Anschluss und hat noch alles in der Hand. Er muss aber die nächsten 3 Legs in Folge alle abräumen. Aber das war doch jetzt ein Comeback, nachdem Lukas 4 Legs in Folge an Land gezogen hatte. Ja, da nimmt er sich auch entsprechend noch einmal Zeit, möchte sich da neu fokussieren. Aber ich glaube, es wird schwierig für ihn, dass er da jetzt noch einmal 3 Legs gewinnt gegen Lukas, der ja äußerst solide spielt, wie ich finde. Vor allem auf die Doppel, wie du es gesagt hast, da ist er wirklich stark. Lässt nicht viel aus und wenn er zu seinen Chancen kommt, dann wird er diese auch nutzen. Und Pat bräuchte hier jetzt eigentlich schon wieder mindestens ein Triple. Hat er. Was ihm aber bereits schon wieder gelingt. Zweiter Pfeil, weiß ich nicht, wohin der ging. Er hat meistens wirklich einen guten Pfeil vor Aufnahme mit dabei. Die anderen zwei gehen sonst wohin. Und das ist einfach für das Selbstvertrauen auch nicht so zuträglich. Also ich habe lieber persönlich 59 Punkte, 3 Pfeile in der großen Nummer, als irgendwie 66 mit einer Triple 20 und dann 1 und 5 oder so. Aber Achtung aber jetzt. Ja, das ist doch jetzt mal eine starke Aufnahme. Da waren immerhin jetzt mal die ersten 2 direkt in der Triple 20 drin. Und somit Pat gut in Führung in diesem Leg. Vor allem nach der Aufnahme von Lukas, weil ich ja nicht so top war. Aber auch da noch überhaupt nichts gegessen. Bereits eine Aufnahme kann da schon wieder das Ganze auf den Kopf drehen. Pat hat sein Anwurf-Leg wieder übernommen. Jetzt allerdings kann er auf diese 121 nicht direkt nachlegen, aber von Lukas scheint da auch nicht die richtige oder die richtig große Antwort zu kommen. Ja, ich glaub, erwischt er das Triple? Ja, 83 Punkte. Wichtig für Lukas. Nein, war eine 43. Ja. Stimmt, ja, sonst wäre er weiter unten, für dich korrekt. Aber auch Pat nur wieder mit 41 Punkten. Jetzt die Chance erneut für Lukas, sich da wieder ran oder sogar vorbei zu spielen. Auch ihm gelingt das aber erneut nicht. Kleines Schneckenrennen in diesem Leg, ja, nachdem sie zuvor nach 5 Pfeilen meistens schon nahe oder im Finishbereich gestanden haben. Schöne 100er Aufnahme von Pat. Ja. Das war wichtig, wieder dieser Übergang. Und auch Lukas weiß, ich muss jetzt da mir mindestens einen High Finish erspielen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Wirft hier 36 Punkte und das gibt ihm kein Finish. Also 6 Pfeile für 108 Punkte. Will hier 19, Triple 19 für Doppel 16 spielen. Das war es jetzt aber wieder einmal nicht von, von Pat. Aber jetzt wahrscheinlich unten bleiben. Ganz genau. Das tut er auch. Keine schlechte Aufnahme von Pat. Stellt sich 54 Punkte somit. Wenn er dann die große Zahl trifft, sollte er 2 mindestens auf ein Doppel bekommen. Und er kann über seine 18 spielen. Er will ja die Doppel 18, wie wir gesehen haben bisher. Das heißt, er kann jetzt 18 Doppel 18 spielen. Ganz genau, das ist natürlich auch ein guter Weg. Aber spielt das über Tops? Da überrascht er mich ein wenig mit seiner Wahl. Eieiei, überwirft sich sogar noch. Vielleicht wird er es jetzt das zweite Mal tun. Vielleicht, er hatte die Doppel 18 schon gecheckt in dieser Partie, wenn es mir recht ist. Denn Lukas wird sich dieses Leg ebenfalls nicht holen. Kein High Finish für ihn. 60. Aber spielt sich langsam ran. Jetzt Pat noch einmal die Möglichkeit. Mal schauen, wie er es jetzt spielt. Und der ist nervös. Da hat man es jetzt direkt gesehen. Also nicht negativ gemeint, aber da ist wirklich... Ja, der ist am Studieren. Auch der geht wieder vorbei.
Der weiß, was auf dem Spiel steht. Er ist hingestanden, hat nochmal tief durchgeatmet und Lukas kann ihn jetzt aus der Premier League rausbefördern mit der Doppel 7. Jawohl. Nächster fast Matchstart, aber auch der geht vorbei. Somit noch einmal die Chance für Pat und dem gehen die Nerven jetzt aber wirklich durch. Das sieht man ihm auch an. Kann das nicht verbergen. Der ist extrem nervös. Umso besser wäre es, wenn er den jetzt checken würde, direkt im ersten. Da würde er sich ganz sicherlich auch freuen. Guter erster da, der zweite etwas weniger gut. Kann er den ersten nutzen? Eieiei, die verreißen ihm total. Da ist er zu nervös. Ja, wirklich da. Es tut einem auch leid, weil man selber weiß, wie es ist, wenn der Herzschlag da hoch ist. Aber Lukas lässt ihm nochmal eine Chance. Jetzt Pat durchatmen. Lässt ihn zappeln, nimmt noch einmal einen Schluck aus seinem Getränk. Genau. Und er soll sich die Zeit auch lassen. Alles gut. Ja. Durchatmen. Nochmal tief in sich gehen und dann das Doppel angreifen. Ich sage mir da immer in diesen Momenten angreifen. Ja, und er greift an und er trifft es. Ja. Es ist einfach, wenn man vor diesem Doppel steht, der Arm zittert ein wenig, man will es unbedingt, dann passiert es, dass man den da zu lange hält oder was weiß ich und so einfach angreifen und er hat das gemacht und lässt sich alle Chancen offen. Er braucht dieses Break jetzt hier und er stünde damit dann in den Playoffs. Alexander Tröps wahrscheinlich auch langsam am Nägel kauen. Ja, unglaublich, was Pat hier jetzt fabriziert, also wirklich. Lässt wohl alle dann noch ein wenig bibbern. Ein wirklich gebührendes Finale um den letzten Playoff-Platz, auch wenn es kein Direktduell ist, aber halt das Spiel, wo es noch um alles geht. Und Lukas schenkt Pat diesen Finalplatz absolut nicht. Er startet sehr, sehr gut in dieses Leg mit einer 83 und einer 100er Aufnahme und der scheint den Touch so wieder ein bisschen gefunden zu haben. Der bleibt ihn zwar hängen, switcht, bleibt oben. Wieder eine 100er Aufnahme, zweimal hintereinander und Pat muss jetzt reagieren. Braucht ein Triple, unbedingt. Der wird sich auch denken, Lukas, du Penner. Ja. Aber da wird nichts geschenkt, also das macht er auch nicht extra Lukas, der will auch gewinnen, der ist Sportler, der möchte den Sieg und ja, darf man ihm auch nicht verübeln. Pat muss hier einen Weg finden, um trotzdem ihm beizukommen. Lukas in jeder Aufnahme ein Triple dabei, steht nach 12 Darts auf 140 Punkten, also das ist ein super Leg. Kann sich Pat ein Finish stellen? Nein. Leider nein. Leider nein. Hier. Und Lukas, die erste Chance, oder respektive die nächste Chance, das Spielprinzip zuzumachen. Natürlich wird es dann noch weitergehen. Es geht, ist ja Best of 10 Format. Das heißt, wer zuerst 6 Leg gewonnen hat oder natürlich auch ein 5:5 möglich. Pat braucht das Triple. Er hat Switch auf stark. Die 19. Bleibt er oben. Bleib er bleibt oben. Wow, starke Aufnahme. Der kämpft ja richtig um diesen Platz. Gefällt mir. Und wenn er es dann schafft, hat er es auch verdient. Lukas will hier Doppel-Doppel spielen. Und einen hat er. Achtung. Boah. Pat bekommt noch einmal die Chance. Triple 19, Doppel 6 oder wie spielt er es? Bin ich jetzt auch gespannt. Müsste eigentlich über die 19 gehen, ja. Macht das. 18. Wird nicht auf das. Nein. Und vergibt hier die Chance auf ein Doppel. Das gibt es gar nicht. Punkte Rest, 46 Punkte Rest jetzt hier. Mein Gott. Nervt sich hier jetzt auch. Oh, und Lukas. Schade, schade, schade. Sozusagen nächste Match Starts. Für ihn verpasst hier aber wieder. Muss zuerst umbauen. Tut Doppel das zwei. Jetzt aber. Doppel 2. Wieder vorbei. Pat kommt wieder nochmals vorbei. Ran. Hat 3 Darts auf der Doppel 16. Der dreht sich nochmal um. Er kann es nicht fassen. Geht nochmal in sich. Wischt seine Darts nochmal ab. Hinten auf seinem Halse. Da steht ich jetzt Papa. Auch gleich sagen, ja. Neues Shirt direkt zugelegt. Genau. Und jetzt, vielleicht bringt das Shirt Glück. Letztes Mal, er hat zwar ein paar Pfeile gebraucht, aber der hat dann gesteckt in der Doppel 16. Doppel 12. Doppel 6. Der ist drin! Der ist drin, das der gibt's ist doch drin. Nicht. Das gibt's nicht. Der hat Nerven aus Stahl, der Junge. Krass. Was ist hier denn los? Krass. 5:4 für Pat Schäfer und somit das letzte Leg. Deciding Leg in diesem Spiel. Gewinnt Pat Schäfer 6:4 gegen Lukas Dahlmann, ist er in der K.O.-Phase, welche direkt im Anschluss starten wird, um
ja, wahrscheinlich nach 16 Uhr. Theoretisch hätte es um 16 Uhr starten müssen. Sehr, sehr krass. Also vielleicht ab 16 Uhr als Information sind wir dann auch auf dem Schaffhauser Fernsehen live. Also da wird das Ende dieser Partie wahrscheinlich noch ersichtlich sein. Wenn sie jetzt das Lag nicht in 3 Minuten beenden, man weiß es nicht. Und ich muss sagen, da sind überhaupt keine Sympathien im Spiel, aber nach dieser Partie muss man es Pat eigentlich wirklich gönnen, wenn er es reinschafft. Da bin ich bei dir. Also ja, egal ob Alexander oder Pat, ich sehe beide gerne in den Playoffs, beide haben sich verdient nach diesen 3 Spieltagen, aber wie Pat hier um das Überleben kämpft, kann man sagen, in der Premier League ist wirklich, wirklich beeindruckend. Er war immer da, wenn es gezählt hat, und muss das jetzt noch einmal sein in seinem eigenen Anwurfleck. Ja, nachdem er den ersten Spieltag ja krankheitshalber gefehlt hat und dann am zweiten Spieltag direkt 6 Partien spielen musste an einem Tag, unfassbar, ist er hier jetzt drauf und dran, das Comeback zu schaffen gegen Lukas nach 2:4 Rückstand. Unglaublich von Pat Schäfer, und auch in diesem Leg ist noch alles drin für ihn, auch wenn diese 25 Punkte natürlich sehr, sehr wehtun. Vor allem, wenn du dann die 100 wieder ans Gesicht geklatscht bekommst von Dahlmann. Das gefällt mir auch gut bei Lukas, wenn er die ersten 2 Pfeile quasi knapp über der Triple 20 hat, dann nicht, weil bei den meisten Spielern oder auf diesem Niveau, dann geht mal noch einer wieder in die 5 oder in die 1. Er kann da wirklich relativ gut nachlegen, dass dann auch der dritte Pfeil gut kommt. Und jetzt auch der letzte wieder drin. Gut korrigiert von Lukas. Pat braucht jetzt eine gute Aufnahme. Dringend, dringend. Sonst macht er sich seine Aufholjagd kaputt, aber er hat ein Triple, er hat 2 Triple. Ist unfassbar. Was für ein krass Spiel. Was sehen wir hier? Hat sogar ein Finish, auch wenn es ja auf unserem Niveau unrealistisch ist, aber er hat ein Finish. Und Lukas stellt sich auch auf ein 2-Dart-Finish jetzt. Also da ist Pat, kann's nicht fassen. Pat wieder unter Druck. Dass da jetzt wieder ein Triple dabei war bei Lukas in jeder Aufnahme, glaube ich. Ja, Lukas steht nach 5 Aufnahmen auf einem 2-Dart-Finish. Also ein super Leg, dass er hier zum Abschluss dieser Partie spielt. Und jetzt hat er das Schicksal von Pat Schäfer in der Hand. Wieder einmal. Die nächsten Chancen werden kommen. Aber was war das jetzt für ein erster Pfeil? Ich weiß nicht, ob er auf Bull sei für Lukas Dahlmann. Verpasst aber. 35 Punkte geworfen von Cemal, dem Caller. Was für Szenen, wenn Pat jetzt hier 120 rausnimmt. Ich glaube, er könnte es selbst nicht fassen. Triple 20. Da ist noch alles drin. Verpasst diese Gelegenheit aber. Da der zweite Pfeil nicht drin ist, hat keine Möglichkeit mehr, das auszumachen. Lukas Dahlmann. 13. Nein. Richtig. Hat falsch geschrieben vorhin. Cemal, 43 Punkte, jetzt Rest. 3 für Tops. Oder 17 für Doppel 13. Aber das wollte er natürlich nicht. Aber das, es steht ein Finish. Nicht, nein. Es steht ein Finish. Jetzt von außen versuchen anzuspielen. Oder geht er direkt drauf? Er geht über die 6 für die Doppel 10. Der ist tatsächlich nicht drin. Den habe ich schon wieder drin gesehen. Ich glaube auch Pat. Triple 19, Doppel 8. Der sollte Weg. Sollte jetzt eine Chance bekommen. Den er jetzt gehen muss. Also ein Dart auf Doppel braucht er jetzt. Nein, jetzt die 16. 16 für das Bullseye. Das Bullseye. Eine andere Möglichkeit hat er im Prinzip nicht mehr. Mein Gott, nein. Ja, da gehen ihm die Nerven durch. Da. 47 Punkte Rests. Gehe jetzt auf die 7. Von mir aus auf die 19. Aber stell dir ein Finish, Junge. Ja, Lukas, das Finish steht. Lukas ist stark auf der Doppel 10. Absolut. Normalerweise. Sehr, sehr stark. Der ist knapp vorbei. Will es noch spannend machen und trifft die Doppel 50. Das ist doch unfassbar. Jetzt Lukas muss es Pat ja machen. Also so viele Geschenke kriegst du von Lukas sonst nicht. Und das der muss jetzt rein. Ich glaube, er kann es auch selbst nicht fassen. Lukas, natürlich, es wird ihn nerven, aber es muss ihn in dem Sinne nicht nerven. Aber ich glaube, Pat, nach dieser Partie, da hat er keine Nerven mehr. Glaube ich auch nicht. Holt, Doppel aber, 20 gesucht. Ja, er hat 3 Pfeile, das ist doch das Schönste jetzt. Er hat 3 Pfeile für die Playoff-Quali. Ein
Wird nur noch eine Möglichkeit bekommen. Doppel 16. Ist es wieder seine Doppel 16. Ein Pfeil in der Hand. Pat Schäfer. Und da werden die Felder so klein in diesem Moment. Ja. Nur schon die großen Felder. Aber wir sind jetzt ruhig. Ich glaube, das war's. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lukas nochmal drei Pfeile auslässt auf Doppel 10. Kannst du mir nicht vorstellen. Oh, wieder vorbei. Wieder vorbei. Wie knapp soll es sein, diese Partie? Beantworte das mit ja. Unglaublich. Was für eine Partie zwischen diesen beiden jungen Herren. Krass. Pat Schäfer, noch einmal, die Doppel 8 gesucht. Und der ist drin! Lecker! Oh mein Gott. Gratulation an Pat Schäfer, was für eine Partie. Er hat die Chancen, die Lukas ihm geboten haben, angenommen, aber... Unfassbar. Gratulation. Unfassbar. Also die Nerven behalten und wir sehen auch, was ihm das bedeutet hat. Der ist völlig K.O. Ja, der ist am Ende. Aber Gratulation. Schade für Alexander, für ihn tut es mir natürlich leid. Nervenspiel. Ja. Der wird mit Lukas mal noch hinters Haus gehen nach diesem Spiel.